Hi ho, Zwergenfreunde. Willkommen zurück zu meinem Let's Play von Dwarf Fortress. Ja, ich habe jetzt mal offscreen kurzzeitig im Dwarf Therapist, den ich euch später mal zeigen will, die Aufgaben der einzelnen Zwerge neu gesetzt. Also wie man hier sehen kann, wir haben noch zwei Fischer. Vorher war er hier auch ein Fischer, aber er ist jetzt ein Armbrustschütze. Davon habe ich jetzt schon mal drei Stück eingestellt, beziehungsweise drei Stück deklariert, dass wir unseren ersten Armbrustschützentrupp mal zusammenkriegen demnächst. Ja, ich habe einen Mechaniker zur Verfügung gestellt, der uns Brücken und so bauen wird. Und was habe ich noch hinzugefügt? Ja, ich habe das Kind mal selber benannt, dass ich weiß, dass es für ein Kind war, wenn es erwachsen wird. Aber ansonsten ist alles so geblieben, wie es war. So. Jetzt, wir haben viel zu tun an unserem Fort. Erstmal müssen wir demnächst mal den Abfallhaufen größer machen. Aber das Erste, was wir machen müssen, ist gucken, ob unsere Butchery fertig ist. Ja, ist sie. Und gucken, dass wir die Pferde loswerden. Das war falsch. Animals. Und zwar, wir haben jede Menge Hundewelpen, aber wir haben auch Pferde. Und die werden wir jetzt mal, auch wenn es gemein klingt, verarbeiten. Auch das Fohlen. Und den Esel auch gleich mit. So. Weil, wenn ich euch mal hier oben das noch mal kurz zeige, die Pferde haben sich gegenseitig arg verdroschen und hier liegen jetzt ein Haufen Pferdezähne rum. Was ich nicht so gut finde. So, deswegen lassen wir das jetzt einfach mal weiterlaufen und unser Butcher kommt schon und holt sich die Pferde zum Schlachten. Hoffe ich mal. Nö, erstmal gehen die Leute fischen und es regnet. Gut, nebenbei Fisch. Da haben wir ja auch noch was zu erledigen und zwar brauchen wir eine Fischerie mit H. Und die setzen wir hier zwischen den Koch und den Craftsworths Workshop. Und zwar wieder aus Gabbro, weil wir davon ja sowieso viel zu viel haben. So, hier unten warten wir nur noch darauf, dass die Miner das Ding hier ausheben. Und während wir darauf warten, designieren wir schon mal einen neuen Bereich. Und zwar möchte ich noch einen zweiten Raum hier unten haben. Nämlich hier drei Felder hoch und hier drei Felder hoch. Das war, glaube ich, ein Feld zu wenig. Genau, hier und hier. Und dann möchte ich hier noch einen Raum haben. So. Den die wir dann auch gleich ausheben können, hoffentlich. Ja, und es wird ziemlich viel abtransportiert. Gucken wir mal, haben wir jetzt hier schon eine Fischerie? Nein, die wird noch gebaut. Ah, aber unser Trash-Tan kommt schon mal mit dem ersten Pferd an und macht es kaputt. Und dadurch kriegen wir wieder Nahrung zusammen. Ja, können wir mal kurz in den Stock gucken. Das war Z. Kitchen. Und man sieht, wir haben einige Sachen, die wir jetzt wieder verkochen können. Unter anderem Pferdefleisch. Lecker, yummy. Aber ich sehe gerade, uns geht der Alkohol aus. Das bedeutet, wir müssen ganz, ganz schnell mit den Farmen anfangen. Build. Und zwar brauchen wir jetzt Farmplots. P. So, die können wir natürlich größer und kleiner machen. So. Da muss ich mir jetzt mal ganz kurz Gedanken drum machen, wie wir die Farmen am besten anordnen. Wir brauchen nämlich 5 Farmen. So, wenn wir das so machen, noch ein Feld. Wir haben einen Platz, das muss ich jetzt mal gerade kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Und soll dort Farmen hinkriegen.
Wenn wir Viererfarben machen würden, würden wir eine hinkriegen. Zwei, drei, vier, fünf und hätten eins frei, aber das sieht dann furchtbar aus. Würden wir nur vier Viererfarben hinmachen, hätten wir eine. Hätten wir fünf weitere frei. Jetzt muss ich ganz kurz nachdenken. Wenn wir hier nur drei Farben hinmachen würden, könnten wir die sieben Felder breit machen, würden drei nebeneinander passen. Wenn wir sie nur sechs Felder, wären drei frei. Mäh. Auch nicht so wirklich. Ich will, dass das Ganze schon ein bisschen ordentlicher aussieht. Wie ist es, wenn wir das so machen würden? Hier eine und hier eine. Hier werden das zwei. Und hier zwei. Ja, so würde das gehen. Also wir platzieren hier eine Farm. Dann platzieren wir hier daneben. So. Die zweite Farm. Platzieren hier noch eine Farm. Das war falsch. Das war ein Hundezwinger. So. Und die noch eine Farm. So, wir haben schon mal vier Farmen. Jetzt fehlt noch die fünfte Farm. Die platzieren wir hier oben. So. Fünf Farben haben wir schon mal. Jetzt fehlen noch die Stockpiles, die passende dazu. Und zwar brauchen wir am besten Custom Stockpiles. Und die machen wir 3x3 Felder groß, so, beziehungsweise 3 Felder breit und so breit wie die Farm, also 3x4. So, und hier drüben noch. Genau. Dann machen wir hier daneben noch einen Stockpile, etwas größer. Und hier unten einen Stockpile. So. Und als letztes bauen wir noch einen Workshop. Und zwar, wo ist er? Der... Nein, Meister, nein, Claudius. Metalsmiths Forge, Mason, Butcher, Tanner. Farmers Workshop, genau wie der Farmers Workshop. Der kommt hier in die Ecke. Ausgabro. So. Damit wäre die Vorbereitung schon mal erledigt. Als nächstes müssen wir die Pfeileinstellungen machen. Also erst einmal die Stockpiles. Und zwar nehmen diese Stockpiles hier Essen auf, aber nur Seeds. Und zwar mit B blocken wir mal alle und sagen, der hier soll nur Plump Habit Spots aufnehmen. Der nächste soll Food aufnehmen, alles blocken, soll Pigtail Seeds aufnehmen. Dieser hier soll auch Food aufnehmen, aber nur Caveweed. Dieser hier soll Food aufnehmen. Auch nur Seeds, und zwar Sweet Pot. Der hier soll auch Food aufnehmen, aber auch nur von den Seeds. Walknuts. So, und er hier soll auch nur Food aufnehmen. Alle Seeds außer Plump Habit, Pigtail, Caveweed, Sweetpot und Walknuts. So. Das heißt, alle anderen Seeds, die hier jetzt noch aufgelistet sind, werden hier
hingepackt. Also wilde Erdbeer-Seeds, Rattenweed, Fisherberry und so weiter. Und auch die Dimple-Cups, die wir übrig haben. So, dieser Stockpile hier soll auch Food aufnehmen. Aber nur Plants. Mal gucken, wo sie sind. Quarry Bushes. So. Gut. Als nächstes müssen wir die Farmen einstellen. Sobald sie gebaut wurden. Können wir unserem Braumeister eigentlich sagen, dass er irgendwas brauen soll? Brew Drink? Repeat? Oder sagt er gleich, dass wir nichts haben, was wir verbrauen können? Wenn wir nichts haben, müssen wir vielleicht... Was ist mit den Bäumen hier los? Achso, wir haben Herbst, da sind einige Bäume rot. Wenn wir nichts haben, müssen wir mal kurz Plant Gathering machen. Gather Plants. Wo bist du? Ah ja, hier P. Und mal sagen, wir brauchen hier Plants, also Beeren. So. Irgendwas, was wir verbrauchen können. Und ja, die Farben werden langsam angelegt. Die Farben sind schon fertig, die beiden. Die drei noch nicht. Warten wir mal, bis alle fertig sind. Haben wir schon eine Fehlermeldung gekriegt, dass wir nichts... nö. Und wir haben wieder Rock Crystal bekommen. Die Pferde sind hier immer noch fleißig unterwegs. Die Zwerge wollen ja gar nicht mal raus zum... Wenn es regnet, die sind wasserscheu. Ah, sehr schön. Noch eine Farm fertig. Wir warten jetzt, bis die beiden auch noch fertig gemacht wurden. Auch wenn wir ein paar Idlers haben, aber das wird sich nachher ändern. Später irgendwann. Und das Wetter hat sich aufgelöst. Also, es regnet nicht mehr. Dafür ist unser Stockpile mit dem Müll voll. Das müssen wir auch demnächst mal etwas angehen. Also erst einmal würde ich vorschlagen, dass wir unser Essen hier hoch verlagern, weil wie ich bereits sagte... Nee, halt, hier hoch verlagern, weil wie ich bereits sagte, hier wollte ich eigentlich einen Festsaal draus machen. Aber dazu müssen auch erst wieder die Steine hier weg. Und jemand hat ein Meisterstück erschaffen. Also es nicht gerade viel bringt. Hier wird noch gebraut, wenn was gebraut werden kann. Die Farben sind auch noch nicht fertig. Was sagt unser Stock? Wir haben kein Trinken mehr. Wir haben aber ein Longland Grass, was wir verbrauchen können. Und einen Haufen Zeug, was wir verkochen können. Das könnte jetzt etwas schlecht für uns werden. Deswegen gebe ich jetzt gleich schon mal was in den Farmen in Auftrag. Und zwar jede Farm, Untergrundfarm, nimmt die 5 verschiedenen Samen auf, die wir uns da ausgesucht haben. Ah, nebenbei, ich muss noch was einstellen, und zwar hier unten bei dem Foodstockpile. Hopp. Nimmst du mir bitte keine Samen mehr auf. So. Jetzt wird ja irgendwie jemand die Samen hochschleppen, wo sie hingehören. Genau. Hier ist schon mal ein Bag mit Rocknut. Genau. Bag mit Pigtail. Da müssten die Dimple Cups gelagert sein, genau. Und ja, das Geschrei war von einem geschlachteten... Oh, da hat einer aufgehört. Okay, wir werden von irgendwas angegriffen, von Chaos.
Dafür gehe ich mal kurz auf die, die Unit-List. Others, und zwar haben wir Chaos auf der Map. Sumptu Creature.